Moin aus Hamburg zu meinem neuen Video. Es ist schon sehr lange her, als mein letztes Video hier veröffentlicht wurde. Deshalb an dieser Stelle bedanke ich mich bei allen meinen Kanalabonnenten, die mir in dieser Zeit trotzdem treu geblieben sind. Und natürlich bei denen, die neu dazugekommen sind und auch hier geblieben sind, obwohl so lange keine neuen Videos von meiner Seite kamen. Das Video heute soll ein Wiedereinstieg werden, also ein Update, was in den letzten Monaten alles passiert ist. Zuerst also, warum ich so lange keine neuen Videos gemacht habe. Ich wollte im April eine kurze, nennen wir dies, eine kreative Pause machen. In der Zeit war bei mir einfach viel neben der Eisenbahn los. Leider ist danach aus dieser Pause eine Krankheit geworden, die ich nicht so schnell loswerden konnte. Da war leider auch an die Eisenbahn nicht mehr zu denken und ich konnte nur ein paar Kleinigkeiten umsetzen, die ich heute euch noch zeigen werde. Da ich allerdings am Rechner noch was machen konnte, entstand dabei ein Projekt im Bereich Eisenbahnelektrik. Dazu gibt es mehr im nächsten Video, was aus meiner Sicht für viele recht spannend und hilfreich sein wird. Ich habe noch alle meinen Platinchen aufgeräumt und in eine Liste erfasst. Dort sind alle meine Elektrikprojekte aufgelistet. Den Link habe ich unten in der Beschreibung stehen, falls einer noch für seine Projekte etwas braucht oder verwenden möchte. Als erstes sind einige Häuser entstanden, die noch komplett lose auf der Anlage platziert sind und den ersten Eindruck geben sollen, wie das nachher aussehen soll. Ich schaue also noch, ob die Szenen tatsächlich dann so umgesetzt werden. Hier zum Beispiel eine Lagerhalle für die Gütergleise bzw. Stückgutabfertigung, wo dann ca. 4-5 Wagen stehen können, die dort beladen werden sollen und natürlich auch die Möglichkeit zum Rangieren geben. Es kommt also noch zusätzlich ein Güterbahnsteig und einige Details, die dazugehören. Bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof nach links entsteht jetzt ein neues Stellwerk. Die Geschichte dahinter soll es sein, dass der Hauptstellwerk auf der rechten Seite nicht den gesamten Bahnhof übersehen kann wegen dem Bogen und somit auf der linken Seite einen Hilfsstellwerk braucht. Ich habe mich aber noch nicht entschieden, ob ich ihn als Überbleibsel aus den früheren Epochen verlassen darstellen möchte oder doch noch als funktional in der Epoche 4. Dahinter sieht man die ersten drei Häuser im Bereich der Stadt. Das sind eine Apotheke, ein Haus mit einem Laden im Erdgeschoss und ein Rathaus. Die Häuser sind alle nur zusammengebaut und sind auch noch nicht mal patiniert. Ich habe allerdings bereits diese mit meinen Leuchtmodulen versehen, sodass die einzelnen Räume bereits beleuchtet werden. Meinen Berg am Stadtrand und seine Entstehung habe ich euch bereits in den früheren Videos gezeigt. Hier gibt es einen Wanderweg noch ohne Absturzsicherung. Man wandert also hier hoch und dann nach rechts zur Aussichtsplattform oder ein Stück weiter und hat dann den Ausblick auf die Stadt darunter oder auf den Bahnhof hier rechts. An dieser Stelle habe ich endlich die Ausfahrt fertig gestaltet. Hier habe ich mich für eine modernere Variante entschieden, eine Ausfahrt aus Beton. Hier musste ich recht lange experimentieren mit verschiedenen Farben und Pigmenten, verschiedener Zusammensetzung, bis diese recht realistisch aussah. So, nun habe ich noch ein Thema, wo ich von der Idee her nicht weiterkomme. Hier sieht man so ein Haus, das auf einer Platte steht, die man rausnehmen kann. Das ist praktisch, weil man dann diesen Bereich komplett bequem am Tisch gestalten kann. Mein Problem dabei ist, dass ich keine Ahnung
habe, wie man diesen Ausschnitt kaschiert. Und wenn ich ehrlich bin, ich finde dazu auch keine Tipps. Denn ich möchte natürlich so haben, dass man am besten gar nichts mehr von diesem Übergang sieht. Klebt man dort jetzt einen Karton drüber oder arbeitet man einfach mit Spachtelmasse? Wenn ich ehrlich bin, keine Ahnung. Vielleicht kann mir einer oder andere in den Kommentaren unten reinschreiben, wo man sowas nachlesen kann oder wie ihr das so macht. An dieser Stelle bedanke ich mich, dass ihr mein kurzes Update angeschaut habt. Ich wollte damit sagen, dass ich noch da bin und dass die Arbeiten an der Anlage auf jeden Fall noch weitergehen werden und dass noch spannende Projekte kommen werden. Bis zum nächsten Video, tschüss und auf Wiedersehen.